So, und Action geht weiter. Wir werden direkt gerammt. Herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed. Auf dem Meer, in einer Seeschlacht. Sonst könnte eine Folge bei Assassin's Creed authentisch sein. Tja, wir wollten ja eigentlich in der letzten Folge gemütlich in den Hafen einkehren und dann kamen auf einmal die zwei Schiffe vorbei und wollten noch Stress mit uns. Das haben sie jetzt. So sieht's nämlich aus. Zieht sie ran, Matrosen! Denken wir auf euren Untergang! Tja, jetzt haben wir noch ein zusätzliches Schiff, das wir ändern können. Harter Kerl bin und die auch mit der bloßen Faust besiegen kann, aber die sind ja auch Schwerter und nehmen keine Rücksicht auf mich. Ja? Okay, man sieht schon, was für ein harter Kerl ich bin. Die haben überhaupt keine Chance. So, den Captain haben wir. Ich hoffe, der Rest geht ein bisschen einfacher. Oh, da ist noch so ein krasser Kerl. Jetzt, warum kommen denn meine Leute eigentlich nicht hier rüber? Wäre mal ganz angenehm, wenn ich ein bisschen Unterstützung kriegen könnte. Ich muss die Folgen nicht haben. Ah, super. Ja. So sieht's aus, wenn man nicht unterstützt wird von seiner eigenen Crew. So eine Keilerei, bei Gott. Wie stehen wir da? Ein guter Fang, kein Zweifel. Jetzt sollten wir uns besser zurückziehen und uns Anonymität erkaufen. Einverstanden. Also, wie werden wir unseren schlechten Ruf wieder los? Mit Geld, Bursche. Ein hübsches Sümmchen an den richtigen Beamten und die Marine lässt dich in Frieden. Gut, dann tun wir das doch. Ich muss diese guten Samariter ja irgendwann kennenlernen. Gut mitgedacht. Naja, wenigstens haben wir es jetzt in den Hafen geschafft, wenn auch ein bisschen... Also, nicht so wie geplant. Ja, dann können wir mit dem Typen reden, der uns einen besseren Ruf verschaffen kann. Ja. Muss aber auch immer beweisen, was er kann, dieser Edward. Ahoi, Kenway! Müsst ihr abtauchen! 200. Das ist ja günstig. Ich spreche unverzüglich mit den Verantwortlichen, mein unschuldiger Freund. Natürlich bin ich unschuldig, schuldig. Breitseitenkanonen kaufen. Das kann ich einfach in der Kapitänskajüte. Ist ja auch schön. Dachte, dafür muss ich auch zum Hafenmeister. Hey Jungs. Mal schauen, wie es da bei uns aussieht. Ah ja. Was ist das hier? Ausrüstung wechseln. Ah, okay. Da kann ich denn.
Achso, das könnte ich hier kaufen, okay. Was haben wir hier? Schätze, Waffen. Modell von der Jackdaw. Ah, da kann ich es ausrüsten, okay. Kaufen. Upgrades. Genau. Kanonen. 70 Metall brauche ich dafür. Gut. Was kann man denn bei Aussehen der Jackdaw? Ah, schönes neue Segel. Ein Bronzesteuerrad, ja schön. Rote Streifen. Ah, schön. Also kann man sein Schiff auch so ein bisschen, tja, personalisieren, würde ich mal meinen. Das ist zwar so schon ganz schön, aber so schwarze Piratensegel oder so wären schon ganz cool. Muss ich ja mal sagen. Ja, ich glaube, für den, um das mal zu zeigen, werde ich einfach mal die, tja, in Erinnerung an Altair seine Robe tragen. Das waren noch Zeiten. Edward sieht darin interessant aus. Nicht, also ich werde das wieder ändern im Laufe der Zeit. Oder? Du bist ein Künstler, Kenway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Humbug. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Ei. Eine gute Idee. Tja, irgendwie passt die Rüstung aber nicht so ganz ins Setting. Ich muss das wieder ändern. Das geht so nicht. Ist zwar ganz schön, der Erinnerung wegen, aber... Segel setzen! Bewegung! Und hier auf der Insel nichts weiter für uns. Na gut. Dann sehen wir mal, wo uns die Fahrt hinbringt. Und jetzt singen sie auch wieder. So gefällt mir das. Wir sind sicher, Captain. Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind. Wo sollen wir denn jetzt hinfahren? Boah, es ist, sieht schon wieder extrem weit weg aus. Und die Piratenflagge weht im Wind. Das war auch sehr, sehr ergreifend, wie wir die Flagge bekommen haben. Sehr süß, wie sich die Piraten untereinander, tja, weiß ich auch nicht, beschenken. Ist es schon hier? Sieht irgendwie gerade so aus. Hab aber auch ein bisschen Angst, dass ich hier gleich wieder beschossen werde. Im Sperrgebiet und so. Ist tatsächlich hier. Na gut.
Alter, ich werde mal schon hier. Alle klar zum Bergen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier angegriffen werde. Nee, anscheinend nicht. Nur fürs Boot ist es da Sperrgebiet wohl. Nee, es sind keine Wachen. Ja, weil es ist nicht mehr so ganz viel Zeit, dass ich hier die Mission starten kann. Deswegen werde ich hier einfach noch schon mal den Synchronisationspunkt holen. Und dann geht's in der nächsten Folge mit der Mission weiter. Ja, und da werde ich auch wieder die Rüstung wechseln. Vor der nächsten Folge, weil das verwirrt mich total, dass er so anders aussieht auf einmal. Gar nicht mehr so piratig. Ganz schön viele kleine Inseln gibt's hier. Wie er immer stöhnt, wenn er. Aber wir können mal was probieren. Ich glaube, hier gibt's rumzukaufen, oder? Sehe ich das? Reden. Taverne freischalten. Verprügeln Sie die Schläger. Na, das kriegen wir noch hin. Na, die haben ja gar nichts drauf. Auch noch, denn lass mich gefälligst rumtrinken. Tja, so ist es, wenn man sich mit Captain Edward Kenway anlegt. So, und jetzt kann ich hier, was gibt's bei ihm? Crew anheuern, okay. Jetzt kann ich bei ihm spielen. Ach, spielen habe ich keine Zeit. Ich bin ein schwer beschäftigter Mann und so, ich muss rumtrinken. Informationen schaffen. Trinken, genau. Prost! Wie er da hinten guckt. Er ist wohl ein bisschen neidisch, ha? Hm. Edward hält anscheinend aber auch nicht so richtig viel aus. Ist direkt, alles verschwommen hier. Oh, da liegt eine Flasche. Wo? Da. Ja, angucken braucht man das ja natürlich nicht. Boah, okay. Kann man sich durchlesen? Jetzt vielleicht ein bisschen zu viel für den Moment. Gut, und damit würde ich sagen, wir holen uns noch kurz das Anime-Fragment und streicheln den Hund. Das habe ich schon im letzten Teil geliebt. Da habe ich immer die ganzen Hunde gestreichelt, die da rumgelaufen sind, in Boston und so weiter. So, Anime-Fragment. Au. Und damit bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.